Es ist passiert, was passieren musste. Die meisten Leute sind der Maske überdrüssig, haben genug von Corona gehört, können das Thema jetzt relativ gut selbst einschätzen, nehmen Abstand von diesen Schubladen, in denen sie bislang zu denken hatten. Die Vorgaben der Schreiberlinge funktionieren auch nicht mehr, werden eben nicht mehr gelesen, es werden interessantere Artikel gelesen. Trotzdem, es gibt noch so Reste von Menschen, die immer noch in einem Zustand sind, der nicht gesund ist. Und das sage ich nicht nur deshalb, weil das Maskentragen ungesund ist. Da wundern Sie sich, ja? Nee, ist nicht so ohne. Also, es sind nicht nur die Sachen, die Ihnen vielleicht schon so zu Ohren gekommen sind, sondern dieses feucht-warme Klima direkt vor Ihrer Nase, wenn Sie das den ganzen Tag so tragen und dadurch ein- und ausatmen, dann bildet sich dort ein, wie nennt man das so, so eine Art Pilzzucht. Und dieses Zeugs, wenn Sie das in die Lunge einatmen, dann wird es richtig böse. Und es kann auch sein, dass Sie dann auf der Intensivstation landen, wegen so etwas. Ja? Ich will jetzt keine Angst machen, weil Sie gehören ja bestimmt nicht zu den Doofen, die den ganzen Tag lang eine Maske tragen. Aber genau deshalb mache ich mir Sorgen um meine doch eigentlich relativ erwachsenen Schüler. Die haben es gelernt, in Schubladen zu denken. In links und rechts und Ideologien und so weiter und so fort. Ideologien sind tatsächlich Denkmodelle, sowas wie Krücken für Leute, die nicht gehen können, um sich orientieren zu können, um eine Möglichkeit zu haben, sich an etwas heranzutasten. Wenn man dann viele Denkmodelle kennengelernt hat und sachliche Diskussionen über Themen führt, dann wird man feststellen, dass Themen viel, viel, viel komplexer sind. Diese Denkmodelle überhaupt nicht ausreichen und auch nicht die Realität widerspiegeln und schon gar keine Lösung darstellen für irgendetwas. Und deshalb, wenn jetzt weiterhin Lehrer und Lehrerinnen in den Schulen behaupten, es gebe nur eine Meinung zum Thema Corona und die Covidioten, die hätten nichts zur Diskussion beizutragen, dann ist das tatsächlich sehr fahrlässig. Dann gefährdet das die Gesundheit unserer Kinder, unserer Jugendlichen, unserer jungen Erwachsenen in den Schulen. Es ist tatsächlich überhaupt nicht nötig, dass Sie überhaupt eine Maske aufsetzen. Das werden Sie von jedem Wissenschaftler hören, der sich ernsthaft mit der Materie beschäftigt. Und ich unterstelle denjenigen, die das Gegenteil davon behaupten, dass sie bezahlt werden, dass sie bösartige Artikel in diesen Zeitungen nur deshalb dulden, sehen wollen, weil sie dafür Kohle kriegen. Ansonsten jeder normale, richtige, tickende Menschenverstand würde sagen, wir sind durch mit dem Thema. Ja, also in Berlin zum Beispiel haben wir jetzt gerade Festival of Lights. Schöne Veranstaltung, kann man hingehen, sich was angucken. Die Leute stehen auch relativ dicht, wie andernorts bei Demonstrationen, wie in der Schule auf dem Pausenhof. Aber es kommt nicht das Ordnungsamt dazwischen und sagt, Leute, jetzt setzt mal die Maske auf, damit ihr euch die guten Bilder angucken könnt. Das Thema ist tatsächlich durch. Ja? Und ich möchte, dass das amtlich festgehalten wird, dass der Herr Spahn endlich seine Vollmachten abgibt, dass der Normalzustand wiederhergestellt wird, und hier niemand mit irgendwelchen diktatorischen Vollmachten ausgestattet wird, um uns dann zwangsweise zu impfen, irgendeine App zu installieren oder andere dumme Sachen mit uns macht. Ja? Die Möglichkeiten dafür sind da und gegen diese Möglichkeiten wehre ich mich jetzt bereits. Weil es so ist, wenn diese Möglichkeiten tatsächlich legal eingeräumt sind vom Gesetzgeber,
dann werden die irgendwann auch genutzt. Das haben wir jetzt ganz deutlich gesehen. Ich habe diverse Diskussionen geführt mit Mitmenschen, die eben sagten, das ist doch Gesetz, das muss man doch jetzt so machen. Das ist doch eine Mehrheitsgesellschaft, dem muss man sich doch fügen. Sorry, ich hab's mir nicht ausgesucht. Und ich habe mich schon beim Zahnarzt gegen jede Spritze gewehrt. Warum soll ich mich gegen Jens Spahn Medikamente, Impfdosen oder sonst wie was nicht wehren? Ist er mein Arzt? Ist er eine Vertrauensperson? Nein, er ist ein gewählter Volksvertreter, der eigentlich einen guten Job machen sollte. Ja? Ich unterstelle ihm einfach mal jetzt, dass das kein guter Job war. Und es ist auch kein guter Job als Lehrer oder Lehrerin, die Schüler dazu anzuhalten, im Klassenraum eine Maske zu tragen. Das ist mit Sicherheit so ziemlich kontraproduktiv. Fürs Denken, für die Sauerstoffaufnahme, für die Gesundheit, für das soziale Miteinander zwischen den Normalen und den Covidioten. Ne? Also, es gibt genügend Argumente, die wir inzwischen auf den Tisch packen können, um zu sagen, Corona ist in der Schule keine Gefahr und die Masken kommen weg. Okay, das ist meine Meinung und ich möchte auch zu Wort kommen dürfen und nicht ausgegrenzt werden. Dankeschön.